Heute stelle ich euch eine Mod vor, dank der es Casinos in die Sims 4 gibt. Hier könnt ihr Simoleons gewinnen, aber natürlich auch verlieren. Und Achtung, eure Sims können auch spielsüchtig werden. Für dieses Video habe ich das Casino Oasis Springs aus der Galerie heruntergeladen und natürlich ein wenig modifiziert. Wie wir hier sehen können, ist Casino nämlich eine eigene Grundstücksart. Und diese hat natürlich auch ihre ganz eigenen Anforderungen. Erstens benötigen wir eine Chips-Umwandlungsmaschine. Wie der Name schon sagt, mit dieser Maschine kann man Simoleons in Chips umwandeln. Und mit diesen Chips kann man dann eben im Casino spielen. Dann gibt es noch diese Roulette-Tische, wo eure Sims Roulette spielen können. Anscheinend ist der Roulette-Tisch das perfekte Hilfsmittel, um Geld zu verdienen. Ich weiß ja nicht, ob das so einfach funktionieren wird. Und natürlich dürfen auch die klassischen Spielautomaten auf keinen Fall fehlen. Diese Spielautomaten sind perfekt, um deine Casino-Gäste dazu zu bringen, ihr letztes Geld auszugeben, bevor sie nach Hause gehen. Und zuletzt gibt es auch noch einen Blackjack-Tisch. Von diesem Spiel habe ich tatsächlich keine Ahnung, aber wir werden es natürlich gleich ausprobieren. An dieser Stelle freue ich mich wie immer über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Wir testen diese Mod heute mit den Krusels, denn irgendwie passt Casino zu Bella und Mortimer und außerdem haben sie jede Menge Geld, das wir verspielen können. Falls du oder eine Person, die dir nahesteht, von Spielsucht betroffen ist oder dich dieses Thema aus einem anderen Grund triggert, überspring dieses Video lieber. Und ich persönlich möchte Glücksspiele natürlich auch auf keinen Fall unterstützen. Ich stelle hier nur eine neue Mod vor, die es für die Sims 4 gibt. Und hier sind wir jetzt in unserem Casino. Das ist so ein absolut großartiges Gebäude. Unsere Bella wird sich jetzt gleich mal auf den Weg zur Chips-Umwandlungsmaschine machen. Hier können wir 100 Chips für 1000 Simoleons kaufen. Außerdem können wir hier später unsere Chips wieder in Simoleons umwandeln. Und dann können wir noch schauen, wie viele Chips wir haben. Und als erstes kaufen wir jetzt gleich mal ein paar Chips. Und für die Real Experience begleiten wir Bella natürlich im First-Person-Mode. Und nun könnten wir die Chips auch gleich wieder in Simoleons umwandeln. Aber erstmal werden wir die Anzahl der Chips überprüfen. Sehr gut, wir haben 100 Chips, also hat uns das Casino schon mal nicht betrogen. Drei der vier Roulette-Tische sind leer, aber wir könnten bei jedem einen eigenen Dealer einstellen. Das werden wir aber erstmal nicht machen. Hier haben wir nämlich einen leeren Roulette-Tisch und einen Dealer namens Mitchell Kalani. Und der wird uns jetzt gleich mal die Regeln erklären. Die Regeln beim Roulette sind einfach. Zuerst wählst du die Anzahl der Chips aus, die du setzen möchtest. Anschließend entscheidest du, ob du deinen Einsatz auf eine Zahl oder eine Farbe platzieren möchtest. Farbe. Sie können wählen, ob sie ihren Einsatz auf Rot oder Schwarz platzieren möchten. Wenn die Kugel auf der Farbe landet, auf die sie gewettet haben, erhalten sie eine Auszahlung in Höhe des Doppelten ihres Einsatzes. Nummer. Sie können ihre Wette auf eine Zahl zwischen 1 und 37 platzieren. Wenn die Kugel auf der Zahl landet, auf die sie ihre Wette platziert haben, erhalten sie eine Auszahlung in Höhe des 37-fachen ihres Einsatzes. Wow, hier kann man ganz schön viel Geld gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit bei einer Nummer ist tatsächlich auch ziemlich gering. Dann testen wir Roulette einfach gleich mal aus. Wettbetrag eingeben, hier steht gleich mal 10, dann bleibe ich jetzt einfach mal dabei. Wo möchtest du deine Wette platzieren? Wette auf eine Farbe oder Wette auf eine Nummer? Beginnen wir mal mit einer Farbe, da sind die Gewinnchancen um einiges höher. Rot oder Schwarz? Ich würde tatsächlich sagen, Bellas Glücksfarben sind genau die. Rot und Schwarz. Aber natürlich können wir nicht beides nehmen, nehmen wir einfach mal Rot. A few moments later. Rollen 12 Rot. Deine Wette bezog sich auf, versuch es nochmal, okay, ich steige aus. Ich verstehe es jetzt nicht ganz, aber da steht Red. Also sollten wir richtig getippt haben und was gewonnen haben, oder? Steigen wir mal aus und dann überprüfen wir die Anzahl der Chips. 110, ja gut, wir hatten gewonnen, ich habe es verstanden. Wir gehen jetzt mal aufs Ganze und ich sag 50. Und diesmal wetten wir auf eine Nummer. Oh mein Gott, das war so blöd. Niemals errate ich diese Nummer. Ich nehme 13, weil Taylor Swift liebt auch 13. What? Wir haben einfach gewonnen. Deine Wette bezog sich auf 13 Schwarz. Glückwunsch. Du hast 1850 Chips gewonnen.
Du hast jetzt noch 1910 Chips übrig. Das funktioniert hier definitiv viel zu gut. Wir schauen mal rüber zu den Spielautomaten. Schauen wir uns als erstes die Regeln an. Um zu gewinnen, musst du eine der folgenden Kombinationen erhalten. Für dreimal das Simoleonszeichen erhalten wir 250 Chips. Für dreimal den Stern oder zwei Sterne und ein Simoleon erhalten wir 40. Für dreimal das Herz oder zwei Herzen und ein Simoleon erhalten wir 25. Für dreimal die Noten oder zweimal die Noten und einen Simoleon auch 25. Für dreimal das Pikzeichen erhalten wir 20. Zweimal das Pikzeichen und ein zufälliges 15. Und ein Pickzeichen und zwei zufällige 10. Und dann wird Bella das gleich mal testen. Wir beginnen gleich mit 100. Wir haben genug. Oh nein, wir haben nichts gewonnen. Ein Herz, eine Note, einmal Pick. Viel Glück beim nächsten Mal. Du hast jetzt noch 1810 Chips und 95 Chips im Automaten. Hä? Wie jetzt? Warum haben wir noch 95 Chips im Automaten? Dann probieren wir es nochmal. Wir haben wieder gewonnen. 3 Sterne sind 40. Jetzt habe ich 10 gewonnen. Jetzt habe ich nichts gewonnen. Jetzt habe ich wieder 10 gewonnen. Das geht viel zu schnell. Ich sollte nicht immer auf Versuch es nochmal klicken. Was mache ich hier eigentlich? Wir steigen jetzt aus, sonst wird unsere Bella noch spielsüchtig und wir müssen immerhin auch noch den Blackjack-Tisch testen. Und so gehen wir wieder zurück an den anderen Raum hinter der Bar vorbei, warum auch nicht. Und hier haben wir den Blackjack-Tisch. Hallo Mr. Blackjack-Mann, erklär uns doch mal die Regeln. Das sind die Regeln von Blackjack, Wetten. Bevor das Austeilen beginnt, setzt jeder Spieler einen Einsatz in Form von Chips. Wertung. Ein Ass kann einen Wert von 1 oder 11 haben. Dies ist immer zugunsten des Spielers. Bildkarten haben einen Wert von 10 und jede andere Karte hat ihren Hip-Wert. Das Spiel. Die Spieler versuchen, den Dealer zu schlagen, indem sie so nah wie möglich an 21 herankommen, ohne 21 zu überschreiten. Ich habe nichts verstanden, aber wir spielen jetzt trotzdem einmal Blackjack mit 50 Chips. Unsere erste Karte ist eine Herz 5 und unsere zweite Karte eine Herz 7. Der Gesamtkartenwert ist 12 und wir dürfen ja 21 nicht überschreiten, aber da ist noch Luft nach oben, deshalb sagen wir, okay, gib mir mehr. Du hast, da steht irgendwie nicht, was wir haben. Möglicherweise ist das ein Übersetzungsfehler von mir, möglicherweise ist das aber auch so in der Mod. Ich habe keine Ahnung. Wir sagen trotzdem, okay, gib mir mehr. Hierbei muss ich anmerken, die Basemental Gambling Mod ist wirklich nagelneu. Das heißt, natürlich sind da jetzt noch ein paar kleine Fehler und Bugs, aber die werden mit Sicherheit in Kürze behoben. Das ist jetzt halt belastend, weil ich keine Ahnung habe, wie viel wir haben. Deshalb steigen wir einfach am besten aus. Die Karten des Dealers ergeben zusammen einen Wert von 16, während deine Karten einen Wert von 16 ergeben. Der Dealer hat diese Runde gewonnen. Hey, das ist Gleichstand. Warum hat er die gewonnen? Aber ist mir eigentlich egal. Wir haben 1790 Chips übrig. Wir steigen einfach aus. Aber ich finde, wir könnten nochmal Roulette spielen. Da waren wir ja richtig gut und möglicherweise können wir ja noch mehr gewinnen. Oder es kann natürlich auch sein, dass wir alles verlieren, was wir bisher gewonnen haben. Wir haben noch so viel Wettchips, wir probieren es gleich mit 200 und wetten auf eine Farbe. Und diesmal auf Schwarz. Okay, diesmal haben wir nicht gewonnen. Und dann schauen wir mal, wie viel wir tatsächlich gewonnen haben, indem wir unsere Chips in Simoleons zurückverwandeln. Wir haben einfach 15.900 gewonnen. Casinos in Sims 4 sind ja richtig lukrativ. Heute stelle ich euch eine Mod vor, dank der...